Heute spielen wir Z-Machine. In diesem Spiel müssen wir eine Zombie-Apokalypse überleben. Dabei hilft uns diese Maschine, mit der wir alle erledigen können. In diesem Video werden wir uns zum Max-Level-Fahrzeug upgraden und alle Level freischalten. Und am Ende zeige ich euch eine geheime Taktik, mit der ihr immer gewinnt. Und damit, hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir befinden uns heute mal in Z-Machine. Oh ja, wo wir dieses blaue Männchen hier sind. Und wir haben hier diese Maschine am Start. Also der Einkaufswagen mit einem Schredder vorne. Und unser Ziel ist es jetzt hier, die Zombie-Apokalypse zu überleben und schnell wieder weg. Und dadurch verdienen wir auf jeden Fall hier jede Menge Geld. Und das Geld können wir nutzen. Erstmal ein bisschen tanken, Leute. So, ein bisschen tanken. Sehr, sehr gut. Genau, mit dem Geld können wir jetzt hier unsere Maschine upgraden. Zum Beispiel, wir können jetzt hier Katsching und yo, jetzt habe ich schon zwei Blades am Start. Und dann können wir natürlich hier unsere Schredder schneller machen, besser machen. Wir können uns eine Waffe holen. Wir können uns Raketen freischalten, einen Roller. Also gibt es auf jeden Fall jede Menge Upgrades, die es gibt. Und es gibt eine Garage, womit wir auf jeden Fall mehr Geld lagern können und wir schneller werden können. Aber ich würde sagen, jetzt geht es hier ab mit meinen zwei Schreddern. Hey Leute, habt ihr mich schon vermisst? Kommt her, wir haben jetzt zwei Schredder am Start und damit können wir jetzt hier doppelt so viele, bam, was ist das denn für ein Riesenzombie? Damit können wir jetzt hier doppelt so viele Zombies erledigen. Was geht denn da? Das Geld wird jetzt hier gestapelt, ihr seht es. Ab geht es. Wir fahren einfach hier durch. Die haben ja wirklich gar keine Chance. Alles klar, unser Geld ist wieder komplett voll. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zur Bank und verkaufen alles mögliche. Let's go. So, tanken einmal. Einmal bitte Benzin rein. Vielen Dank. Junge, sind die teuer, die Benzinpreise. Und dann gehen wir natürlich jetzt hier, Alter, hin. Und dann würde ich sagen, Freunde, die Qualität. Wow, graden wir nochmal ab. Das bedeutet, die sind jetzt hier viel, viel stärker am Start. Unsere Segel. Und es gibt auch verschiedene Welten, Freunde. Ihr seht es oben. Wir haben gerade 60% freigeschaltet. Und bei 100%, Freunde, können wir uns in die nächste Welt freischalten. Mit noch stärkeren Zombies. Oh ja, es wird wirklich immer und immer schwieriger. So, die letzten kommt. Ich hole euch ab. Hier ist der Bus. Nach zum Friedhof. Alle mal einsteigen. Let's go. Und wow. Hä? Oh yeah. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben die neue Welt entdeckt. Oh ja, Freunde, würde ich sagen, ab geht es zur nächsten Welt. Und da sind wir angekommen. Oh, ein Bounty Board gibt es anscheinend. Ey, warte mal, ich habe gar nicht mein Geld verkauft, oder? Naja. Was gibt es jetzt hier zu entdecken? Und das sind Challenges hier, die wir anscheinend bestehen müssen. Naja, würde ich sagen, hey Zombies, was geht ab? Habt ihr mich vermisst? Und yo, jetzt gibt es hier sogar, oh mein Gott, orangene Zombies oder sowas. Und die sind wahrscheinlich dann noch stärker und so. Holy, was geht ab, guckt euch das Ganze an. Bam, bam, bam. Wir cruisen jetzt hier einfach durch. Aber, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Das bedeutet, damit wir hier noch mehr Geld hier lagern können. Das ist unser Ziel. Und erstmal natürlich hier erstmal so schön tanken. Und jawohl, oh, das war ja einfach die Challenge. Und müssen wir das Geld noch abholen? Und, nee, wir haben es auf jeden Fall bestanden. Okay, als nächstes würde ich sagen, was haben wir am Start? Genau, wir gehen mal hier zur Garage oder sowas. Ich habe gesagt, wir gehen zur Garage. Achso, ich habe hier noch ein bisschen ein paar Cent hier noch drin gehabt im Einkaufswagen. Und dann würde ich sagen, genau, wir graden mal hier, boom, den Load ab. Ich glaube, dann sollten wir auf jeden Fall hier mehr transportieren können. Und so sieht unsere Maschine doch, yeah, viel, viel besser aus. Guckt euch das Ganze, guck mal, es gibt sogar hier Fuel einfach. Und guckt euch das Ganze mal, wie viel Geld wir mittlerweile stapeln. So, wer will noch mitgenommen werden und Hilfe schreit? Und, wir haben einen gerettet. Yo, Kollege, halt dich gut fest, halt dich an meinem Arm fest. Ich bring dich nach Hause und wow, der läuft voll in meine Kreissägen rein. Und was sagt er? Ich arbeite für dich. Oh mein Gott, haben wir jetzt einen Arbeiter freigeschaltet, weil wir ihn gerettet haben. Das ist ja sowas von krass. Dann los, oder ich werde dich erledigen. Nein, natürlich nicht, ey. Okay, was gibt es jetzt hier als nächstes? Wir können nochmal die Qualität upgraden. Oh, jetzt haben wir schon blaue Kreissägen hier am Start. Ey, dann mach auch was. Was ist denn sein Ziel, ey? Er sagt, er arbeitet und steht einfach nur rum. Aber, Freunde, ihr seht es, unsere Maschine wird wirklich jetzt immer und immer besser. Guckt euch das Ganze mal an. Splash. Oh. Alle orangenen Zombies werden jetzt erledigt. Und was? Low Fuel? Wir haben doch noch genug Tank. Aber was wir nicht genug haben, so aus dem Weg, aus dem Weg. Sorry, sorry, tut mir leid. Ich habe den Ausgang vergessen. Wo ist der Ausgang? Ah, hier. Tut mir leid. Oh, sorry. So, dann verkauft mir wieder alles. Und damit, mit dem ganzen Geld müssen wir uns auf jeden Fall genau hier weitere Upgrades kaufen. Nee, nicht hier, sondern hier unten, glaube ich. Bei der Garage können wir nämlich unseren Speed upgraden. Und jetzt sind wir noch schneller. Hier kommt der Formel 1-Fahrer. Dumm, wum, 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 wum. Ab geht es jetzt mehr. Oh, doch. Man merkt auf jeden Fall. Oh, schon mal ein Unterschied. Was haben wir denn hier? Und, ein bisschen Cash am
Start. Alles klar. $1000. Holy. Das nehme ich natürlich hier dankend an. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei all meinen Fans. Vielen Dank an euch. So, ich muss hier einmal durch. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ja, sorry. Wollte ich nicht, wollte ich nicht. Alle aus dem Weg. So, unser Cash ist jetzt wieder hier komplett voll. Das bedeutet, wir haben hier einfach $1000 am Start. Und jetzt verkaufen wir natürlich alles. Das gibt uns auf jeden Fall auch noch einiges. Let's go. Das haben wir geschafft. So, natürlich unseren Tank wieder auffüllen. Und ich würde sagen, wir gehen damit mal hier zur Garage. Wir können nämlich hier unsere Tankkapazität und unseren Refill-Speed upgraden, dass wir noch schneller tanken können. Und mit dem restlichen Geld, Freunde, würde ich sagen, kaufen wir uns eine Gun. Oh mein Gott. Und oh, wir können die sogar upgraden. Wir können hier den Damage upgraden, Freunde. Und die Feuerrate. Oh mein Gott. Und wir können sogar eine Rakete theoretisch kaufen. Dann würde ich sagen, let's go. Oh yeah. Ich glaube, Zombies, ihr tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber ich glaube, wir sind ein bisschen OP. Und wow, wir sprengen jetzt einfach alles weg. Wir fahren einfach überall drüber. Die haben ja gar keine Chance hier, die ganzen Zombies. Und wir haben auch die nächste Welt freigeschaltet. Welt Nummer 3. Oh ja. Yeah. Jetzt geht es auf jeden Fall ab. Da sind wir am Start. Und jetzt haben wir sogar einen Fahrzeugshop anscheinend. Alles klar, würde ich sagen, lass uns da mal umschauen. Was gibt es denn hier? Und wir können ein Auto holen. Okay, das Auto haben wir schon. Wir können ein Motorrad holen. Ein Flugzeug, was? Hey, wie soll man denn mit dem Flugzeug hier die Zombies zerstören? Oh mein Gott. Okay, ich stelle mir das Ganze krass vor. Aber ich würde sagen, ich besuche natürlich auch meine neuen Freunde, die Zombies, auch in dieser Welt. Hallöchen, ich wollte mich einmal vorstellen. Let's go. So, katsching, katsching. Einmal durch. Wow, wir haben noch einen gerettet. Sehr, sehr gut. Wir haben anscheinend hier noch eine, wow, alles explodiert hier. Eine weitere Person gerettet. Also, die haben ja, die sagen zwar, warte mal, hier sind sogar neue Zombies. Die sagen zwar, oh mein Gott, da ist noch einer, den wir retten können. Die sagen zwar, dass die arbeiten bei mir, aber irgendwie, die chillen nur die ganze Zeit, machen da nichts, oder, Freunde? Oh, ich fahre jedes Mal voll dagegen. Los, ich arbeite jetzt. Los, arbeite, los. Arbeit, jetzt habe ich dir gesagt, los. Der Arme, ey. Alles klar, wir fangen jetzt, fahren sofort zur Bank und holen uns wieder alles mögliche ab. Oh mein Gott, sollen wir mal vielleicht auf dieses Flugzeug sparen? Ich meine, 2000, los an die Arbeit, habe ich gesagt. 2000 Cash bräuchten wir dafür, ey. Lass uns aber erstmal hier unseren Rocket Launch mal upgraden. Das bedeutet, wir machen jetzt noch mehr Damage und wir müssen auf Rettungsmission gehen. Ich weiß, dort drüben war er. Ey, komm runtergesprungen, boom. Let's go, da haben wir ihn. Gerät, okay, Magnet, ne, den brauchen wir nicht. Aber hier gibt es sogar rote Zombies. Alter Schwede, wie viele Zombies gibt es denn? Was? Wir sind jetzt schon komplett voll. Ah, warte mal, können wir uns eigentlich so, guck mal, wir können uns direkt hier teleportieren. Dann müssen wir nicht jedes Mal zurückfahren. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Katsching, wieder richtig viel Geld eingesammelt. Let's go, kommt her. Und ey, die Zombies greifen sich ja gegenseitig schon an. Ich muss ja hier nichts mehr mit unserer Maschine machen. Aber ihr seht es, Freunde, wir sind mittlerweile jetzt schon wirklich so gut wie unbesiegbar. Wir fahren, wow, Alter, was ist das denn jetzt hier? Was geht denn jetzt ab? Ist das unser Flammenwerfer oder irgendwie sowas? Holy, es hat einfach gebrannt. Da haben wir nochmal einen gerettet. Alle mal einsteigen. Und dann teleportieren wir uns plupp hier sofort wieder zurück. Holen uns wieder einiges Geld ab. Und mit dem Geld würde ich sagen, wird es Zeit für die nächsten Upgrades von unserem Wagen. Nämlich, Freunde, gönnen wir uns so welche Spikes fordert. Oh yeah, ich glaube, das könnte ein bisschen wehtun, wenn jemand dagegen kommt. Hey, wollt ihr mal hier testen? Kommt der? Wie wir die so wegschieben. Aber den tut es nicht weh. Vielleicht kitzelt das auch nur ein bisschen. Aber ich würde sagen, Freunde, ab geht es mit, oh yeah, mit der Mega-Spike-Maschine. Mit unseren Waffen-Raketenwerfern überfahren wir jetzt hier alle Zombies und was? Oh nein, wir haben kein Benzin und nein! Freunde, ich habe vergessen, Benzin aufzuladen. Na toll, ey. Was ein Mega-Fail, ey. Aber ich würde sagen, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Oh mein Gott, boah, die sind aber trotzdem noch richtig stark hier. Die roten Zombies. Wir haben es fast geschafft. Wir brauchen nur noch ein paar Zombies zu erledigen. Komm schon, Freunde, die letzten Zombies. Und dann sollten wir jetzt auch... Oh, da ist noch einer, den wir retten können. So, steig ein, Kollege. Und dann haben wir, jawohl, die nächste Welt freigeschaltet. Welt Nummer 4, glaube ich. So, da würde ich sagen, düdüt, ab geht es. Wir fahren jetzt hier sofort mit unserer Maschine. Boah, schaut mal, wie OP wir mittlerweile sind. Mit unserer Zombie-Maschine zur Eiswelt. Und jetzt haben wir hier einen Custom-Shop. Alles klar, mal schauen, was wir uns jetzt freigeschaltet haben. Okay, gibt es verschiedene Farben und ein Totenschädel. Okay, lass uns mal hier so Flammen gönnen. Oh yeah, so ein Flammen-Emoji. Und dann gibt es hier noch so verschiedene Blades, die wir uns freischalten können. Alles klar, davon brauchen wir erstmal nichts. So, dann würde ich sagen, ab geht es jetzt hier in der Eiszone. So, können wir doch irgendwas hier upgraden?
ausgeben, Freunde, oder auf irgendwas sparen. Jetzt geht es ab. Oh ja, da ist mir. Oh, warte mal, eine Eiszone am Start. Was war das denn, Freunde? Und wow, jetzt gibt es hier sogar solche Hindernisse und sowas hier in der Eiszone. Und oh, so ein Ausrufezeichen. Der explodiert anscheinend. Let's go. Aber trotzdem, Freunde, nicht mal diese Zombies haben hier ansatzweise eine Chance. Hier gibt es noch so rote Zombies am Start. Aber unser ganzes Geld ist wieder weg. Das bedeutet, so, alles wird wieder zur Bank gebracht. Und wir müssen auf jeden Fall ein besseres Lager haben, Freunde, damit wir noch mehr Geld lagern können. Das ist jetzt hier ganz, ganz wichtig. Auf 500 kostet das. Jo, dann würde ich sagen, sparen wir jetzt auf jeden Fall mal. Und hey, du da, ich rette dich. Und was? Ach, wir haben schon einen gerettet. Hey, was machst du denn in meinem Auto drin? Seit wann habe ich dich denn gerettet? Alles klar, lass uns mal, oh mein Gott, zu den schwarzen Zombies fahren. Alter Schwede. Und jetzt Mega-Explosion. Jawohl. Junge, okay, das sind, glaube ich, jetzt hier die krassesten Zombies, hier, die es hier gibt. Hier diese schwarzen Zombies. Alles klar. Aber wir müssen natürlich immer schön wegfahren und hier das ganze Geld abholen. Aber, Freunde, ich würde sagen, sollen wir vielleicht mal auf dieses Flugzeug spannen? 2000 wird das Ganze kosten. Aber ich glaube, das wird sowas von... Oh nein, Krassheit. Wir haben kein Benzin. Leute, hat irgendwer Benzin? Ist hier irgendwo eine Tankstelle vielleicht hier drin? Nee, da würde ich sagen, können wir uns einfach... Ah, wir können uns einfach wieder zurück teleportieren. Perfekt. Ey, ich vergesse jedes Mal hier zu tanken. Wieder einiges an Geld haben wir am Start. Dann würde ich sagen, wir tanken einmal... Wo arbeitet ihr denn? Wo arbeitet ihr? Wofür habe ich euch gerettet? Verdammt doch mal. Ich drehe hier gleich noch am Rad, ey. Das kann ja nicht sein. Aber komm schon, Freunde. 2000 Cash wird doch möglich sein, um uns hier das maximale Level zu kaufen. Also das beste Fahrzeug, was es hier gibt. Nämlich ein Flugzeug. Wie auch immer wir damit jetzt alles zerstören werden. Das weiß ich zwar noch nicht, aber Freunde, let's go. Perfekt. Da haben wir ist unser Geld wieder voll. Und ich glaube, damit sollten wir hier schon gleich 1000 Dollar haben wir schon mal gesammelt. Oh, das bedeutet, die Hälfte haben wir auf jeden Fall geschafft. Leute, kommt her. Lasst euch erledigen. Ich meine, ihr tut mir damit was Gutes. Für die Wissenschaft. Für das Flugzeug werdet ihr jetzt alle meine Kreisdinge laufen, ihr bösen Zombies. Okay, lass uns mal gleich wieder zu den schwarzen Zombies oder sowas gehen. Ich glaube, das sind jetzt wirklich hier die stärksten, die uns auch am meisten... Oh, Geld geben und was? Automatisches Cash für 60 Sekunden. Alles klar, Freunde. Nehme ich natürlich mit. Dazu sage ich nein und da sind sie, Freunde. Oh, wir haben wieder ein Power-Up oder irgendwie sowas. Und doppelter Speed, Freunde. Yo, was geht denn jetzt ab? Alle aus dem Weg. Bam, bam, bam. Oh, wir haben kein Benzin mehr. Wow. Einfach durchrushen. Sorry, sorry. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wir spielen so Bowling mit dem. Boah, Alter, wir sind ja übel. Oh mein Gott. Wir sind ja. Wow. Wir sind ja übel schnell. Okay, lass uns aber mal schnell nach Hause teleportieren, weil wir haben so kein Geld mehr. Die letzten schwarzen Zombies werden wir jetzt hier auf jeden Fall noch besiegen in der Eiswelt. Und dann sollten wir es auch mit dieser Welt erfolgreich geschafft haben. Und komm schon, nur noch ein bisschen. So, die letzten. Und jawohl. Neue Welt. Neue Welt, neue Welt. Let's go. Tschüss, war eine schöne Zeit mit euch. Aber ich suche neue Freunde jetzt. Wir gehen jetzt zu noch besseren Zombies und noch stärkeren. Und wir haben mittlerweile 1600 am Start. Oh ja, dann würde ich sagen, Freunde, komm schon. Wow, ab geht es einfach durch. Und oh mein Gott, da haben wir wieder schwarze Zombies. Komm, steig ein. Ich rette dich, Kollege. Let's go. Wir fahren mal einfach durch. Mal schauen, wie weit werden wir kommen mit dieser Maschine. Da ist noch einer. Ich rette dich später. Sorry, kein Platz mehr. Und hier, oh mein Gott, okay, hier können wir nicht weiter. Und es gibt anscheinend noch giftgrüne Zombies. Lass uns aber natürlich erstmal wieder nach Hause teleportieren und alles wieder zu bei der Bank lagern. So, let's go. Sehr, sehr gut. So, und jetzt Rettungsmission geht weiter. Wir müssen natürlich jetzt hier weiter die Menschen hier um unser Leben retten, damit die ja arbeiten können oder einfach nur bei uns chillen können oder irgendwie sowas. Bam, jawohl. Da haben wir ihn auch erfolgreich gerettet. So, und unser Geld ist schon wieder komplett voll. Alles klar, Freunde, wird es reichen? Wird es reichen? Komm schon und... 3 Dollar. Willst du mich veräppeln? Ach, naja, da würde ich sagen, so, kommt her, boom, 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 ich glaube, das reicht jetzt schon direkt, Freunde, nee, danke, ich möchte keinen Schatz haben und jawohl, oh mein Gott, 2000 Dollar, beiseite mit euch, ich muss hier was kaufen, wir kaufen uns nämlich jetzt hier das beste Fahrzeug, was es gibt, nämlich ein Flugzeug und was, jetzt fliegt hier unser Auto, guckt euch das ganz mal, wie mit so einem fliegenden Spike, ab geht es und warte mal, bringt uns das überhaupt irgendwas oder können wir das, fliegen wir jetzt hier damit und jo, ach, wir fliegen jetzt, glaube ich, so, über die Zombies drüber, Freunde. Und genau, so ein bisschen drüber. Oder? Und wow! Alles klar, wir wurden richtig zerstört. Aber sind wir damit tatsächlich stärker? 2000 Dollar hat das Ganze gekostet. Na, ich weiß nicht, ob sich das Ganze so gelohnt hat, muss ich sagen. Aber naja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier das Flugzeug am Start. Und wir müssen jetzt hier weiter Geld sparen, um jetzt hier unser fliegendes Objekt oder Flugzeug oder was auch immer wir haben jetzt auf die maximale Stufe zu upgraden. Bessere Waffen, mehr Spikes brauchen wir und stärkere Spikes. Weil ihr seht es, Freunde, boah, mittlerweile, die sind wirklich richtig schwer hier zu besiegen. Vor allem die schwarzen Zombies. Dann gibt es hier noch grüne Zombies am Start.
Werkstatt. Oh mein Gott. Und, oh nein, unser Benzin ist leer. Warte, ich rette dich noch. Dafür wird mein Benzin noch reichen. Und komm schon, komm schon. Jawohl. Sehr, sehr gut. Zack. Da teleportieren wir uns nach Hause und snacken hier das ganze Cash am Start. Dann lass uns mal hier eine weitere Säge kaufen und das ganze Katsching. Wow, nochmal Upgrade. Und jetzt haben wir hier solche giftgrünen Kreislinge am Start. Und hallo, ist hier noch irgendwer? Ich glaube, die ersten Zombies haben wir schon. Wow, wir haben ein Feuerwerk hier. Oh, Flammenwerfer. Die ersten Zombies haben wir alle schon besiegt. Aber hier gibt es noch jede Menge andere Zombies. Zum Beispiel hier die giftgrünen mit unseren giftgrünen. Oh, wir werden angegriffen. Alter, die greifen uns an hier, diese Dinge oder sowas. Mit unseren giftgrünen Spikes können wir wirklich jetzt hier alles zerstören. Und natürlich hier einiges an Cash nehmen wir natürlich auch mit. So ungefähr die Hälfte von der Welt haben wir abgeschlossen. Ihr seht hier vorne ist wirklich alles. Hey, du da, ne? So, tschüss. Den haben wir auch erledigt. So, die orangen und schwarzen Zombies. Und ich glaube, es gibt noch giftgrüne und dann gibt es noch dunkelblaue Zombies. Oh ja, yeah. Die befinden sich auf jeden Fall auch hier. Ab geht es, Freunde, durch die dunkelblauen Zombies. Aber, oh mein Gott, oh, wie perfekt, ihr habt Benzin bekommen. Sehr, sehr gut. Ich wollte mich gerade nach Hause teleportieren. Aber naja, Freunde, boom. Aber wir müssen eh nach Hause teleportieren. Weil wir unser Geldspeicher leider voll ist. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir das Ganze jetzt auf jeden Fall. Ab geht es. Einmal upgraden. Katsching. Ab geht es. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier mehr Geld nach Hause transportieren. Oh ja. So, da kommen wir doch einmal. Hey Leute, will keiner mit mir spielen? Hier ist es so ruhig irgendwie. Wie sieht es denn hier aus? Dann würde ich sagen, ab geht es nochmal hier zu den dunkelblauen Zombies. Hier gibt es doch jede Menge zu tun. Oh mein Gott, einfach durchrennen und bäh. Oh, schaut euch das Ganze mal an. So, nebenbei retten wir noch ein. Alter, die totale Zerstörung jetzt hier in unserem Wagen. Boah, wir haben einen ganzen Geldstapel sogar jetzt mehr bekommen. Dadurch, dass wir hier das Ganze geupgradet haben. Und ab geht es. Oh ja. Und ich glaube, dann gab es hier noch ein Upgrade. Nämlich unseren Speed können wir noch upgraden. Oh ja, Freunde. Das bedeutet, wir sind jetzt noch schneller. Wow, wir haben so einen Boost einfach hinten dran. Schaut sich das Ganze an. Ab geht es. Hey Leute, hallo? Oh, ich glaube, wir haben kein Benzin mehr. Habt ihr irgendwie Benzin? Wärt ihr mal so nett? Und würdet ihr mir vielleicht irgendwas droppen oder sowas? Manche droppen mir so einen Benzinkanister. Aber Freunde, ich glaube, ne, wir müssen uns lieber nochmal ganz, ganz schnell nach Hause teleportieren. Ansonsten, ja, ohne Benzin geht das Ganze schlecht. Schön vollgetankt, perfekt. Und jetzt können wir vielleicht noch ein letztes Mal rausfahren und damit die letzten Zombies besiegen und um somit in die nächste Welt freizuschalten. Und ab geht es. Hier gibt es doch, oh, jede Menge Zombies. Wow, was ist das denn hier? Einfach ein Zombie, ja, mit einer Schatztruhe oder irgendwie sowas. Alles klar. Bam, 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 bam. Ab geht es. Splash. Oh, das sieht immer so cool aus, wie die immer so hier zersplasht werden hier die ganzen Zombies. Was kommt schon, Freunde? Viel brauchen wir nicht mehr. Alles klar, komm. Ich würde sagen, anstatt das Geld zu verkaufen, machen wir das Ganze jetzt hier noch fertig. Ab geht es. Viele sind es ja hier nicht mehr. Nein, uns fehlt doch ein kleines Stück. Und oh Gott, okay, ich glaube, wir gehen doch vielleicht nochmal zurück, um hier nochmal alles schön aufzutanken. Wir verkaufen alles hier. Oh, so viel Geld. Wir verkaufen alles sofort bei der Bank. Und wo seid ihr? Verstecken bringt euch nichts. Ich werde euch alle bekommen. So, ich glaube, da hinten sind noch ein paar. Ab geht es. So, komm schon. Reicht es aus? Nee, aber dann seid ihr dran. Oh mein Gott, was geht hier ab? Hier sind ja noch voll viele. Aber Freunde, einfach durch die Menge durch. Und da haben wir sie, die nächste Welt freigeschaltet. Oh yeah, new world, let's go. Ab geht es. Ich bin mal gespannt, in welche Welt werden wir jetzt wohl kommen. Und es ist, wo sind wir jetzt hier angekommen, Freunde? Lass uns mal hier zu den verschiedenen Welten gehen. Wir waren hier in der Wüste, wir waren auf dem Grasland, Eiswelt, wir waren in den Bergen. Oh, Candyland? Süßigkeiten? Oh mein Gott, Freunde, Süßigkeiten, ich komme. Oh mein Gott, was geht denn jetzt? Oh, okay, einmal aus dem Weg, Leute, ich möchte zu Süßigkeiten. So, einmal aus dem Weg, einmal aus dem Weg. Wir sind jetzt wirklich hier und bam, den haben wir auch zerstört. Wir sind jetzt wirklich hier im Süßigkeiten-Paradies hier angekommen. Wie heftig ist das denn? Und nochmal eine riesengroße Explosion, so, ihr seht es. Ab geht es, das ganze Geld werden wir natürlich auch bringen. So, können wir noch irgendwelche finalen Upgrades machen? Ihr seht es, Freunde, oh, wir können jetzt unsere Feuerrate erhöhen. Oder komm, lass uns mal hier die Boom-Area erhöhen und unseren Rocket Launcher nochmal upgraden. Das bedeutet, wir haben jetzt einen noch besseren, oh, Rocket Launcher. Okay, man merkt es. Wir fahren einfach nur durch. Wir müssen eigentlich nichts mehr tun. Wir fahren einfach nur hier durch die ganzen Zombies durch. Und alle werden hier automatisch zerstört. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Wir haben uns jetzt wirklich in richtig viele verschiedene Welten hier freigeschaltet. In der Zombie-Apokalypse. Angefangen mit einem richtigen Noob-Auto. Und ihr seht es, mittlerweile haben wir wirklich die Todesmaschine am Start, womit wir hier alle Zombies zerstören können. Und nichts wird mich jetzt noch aufhalten. Kommt her und... Oh, außer ein leerer Tank. Nein!
Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.